zwei große Namen des Weltradsports verlassen die Bühne. Nibali und Valverde haben am selben Tag ihr Karriereende angekündigt in diesem Spielstand. In echt sind die ja schon länger weg. Und wir fahren ein weiteres Monument in dieser Saison. Lüttich-Bastoni-Lüttich mit Simon Geschke, Lutsenko, Madua, Vlasov, Zahiri, Westertaler und Simon. Gehen wir an den Start und die Favoriten fürs Rennen sind mal wieder die ganzen Puncheure, die wir eben schon kennen. Alaphilippe, Hirschi, Van Aert, Pogacar, Schachmann und. Wir gehen rein ins Rennen und schauen mal, was passiert. So, Start freigegeben, sage ich einfach mal. Und damit herzlich willkommen also zu Lüttich-Bastoni-Lüttich in dieser Saison. Einige der besten Radfahrer der Welt messen sich heute und wir sind mittendrin. Gibt die ersten Attacken des Tages, wie immer, kurz nach dem Start. Und wir wollen heute mal mit Jordi Simon versuchen, da mit reinzumischen in diese ganzen Attacken zu Beginn des Rennens. Denn er hat, ihr seht es vielleicht, eine super Tagesform, plus 5, also besser geht's nicht. Und das wollen wir natürlich uns zunutze machen. Der spanische Meister, noch ist er's ja. Noch 2 Monate darf er das Trikot tragen und dann muss er sich erneut beweisen gegen die Elite Spaniens. Mal schauen, ob wir dann vielleicht sogar die Chance haben, den Titel zu verteidigen. Das wäre ziemlich krass. Simon also schafft es erstmal in die Spitzengruppe. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Oder ob hinten im Feld noch irgendwie eine Gegenwehr kommt. Aber es sieht nicht so aus. Oh lol, Liam Bertazzo fährt bei UAE. Ach du liebe Zeit, ist der denn echt auch mal für UAE gefahren? Ich glaube nicht, ne? Oder? Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. So, Ausreißergruppe ist vorne. Jordi Simon ist also drin. Dann haben wir Le Tournier von Akea Samsic, Carlos Verona von Movistar, Fancello von Trek, dann Van Garderen von der IF-Mannschaft, Verscheve von Bingoal, Meintjes von NTT, Reinhard Janssen von Rendsburg von Israel und Castro Viejo, auch er ist mal wieder in der Spitzengruppe vertreten. Das hatten wir schon mal irgendwo, ist noch nicht allzu lange her. Hinten im Feld unsere restlichen Fahrer. Also ich bin mal gespannt, wie es aussehen wird. Valentin Madouar, den haben wir diese Saison wirklich nicht gut vorbereitet auf die Frühjahrsklassiker-Saison. Anders kann man es nicht sagen, denn er hat einfach bei jedem dieser Rennen schlechte Tagesform gehabt. Also es war alles nicht so super. Müssen wir nächste Saison besser machen. Aber trotzdem ist Valentin Madouar natürlich ein klasse Fahrer, der hier und heute auch die Chance hat, um eine Top-Platzierung mitzufahren. Wir schauen uns mal das Profil an. Lüttich-Bastoni-Lüttich wird ja gerne mal mit Tour de France-Etappen verglichen, weil es angeblich so viele Höhenmeter hat wie eine Tour de France-Etappe, also wie eine Bergetappe bei der Tour. Ich sehe das jetzt tatsächlich vom Profil her, sehe ich das nicht. Aber ich muss schon sagen, gerade das Finale ist eine absolute Herausforderung. Da jagt er wirklich einen Anstieg den nächsten. Also es kann gut sein, dass das hier ein hartes Rennen wird. Wer hätte es gedacht? Wer hätte gedacht, dass dieses Rennen hart werden könnte? Das ist wirklich schon eine Erkenntnis, kann man sagen. So, Zahiri holt mal für die Mannschaft Flaschen. Und ich verstehe nicht genau, warum Castro Viejo nicht mit durch die Führung geht. Oder macht er... jetzt macht er es. Okay, alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Also auch Jonathan Castro Viejo, einer der 3 Spanier in dieser Spitzengruppe, geht jetzt mit durch die Führung. Und im Hintergrund hört ihr übrigens Musik. Diesmal ja schon vom Kanal Lo-Fi Girl. Aber die haben so einen neuen Stream. Nämlich quasi den Lo-Fi Boy. Da ist so ein Boy im Video zu sehen. Und das ist ein neuer Stream. Es gab ja immer den Stream Lo-Fi Music hier fürs Lernen und einen für zum Einschlafen oder zum Relaxen. Und jetzt gibt es noch einen Stream zum Gamen. Und da habe ich mich natürlich nicht bitten lassen. Und bin direkt hier reingegangen. In diesen Livestream. So, hinten im Feld. Wie sieht es da eigentlich aus? Wo sind wir platziert? Ja, das sieht doch gut aus. Wir sind alle vorne dabei. Wunderbar. Einfach Liam Bertazzo, ey. Ich komme nicht klar. Der Maloja Pushbikers-Fahrer. So. Ja, es ist jetzt eine relativ ruhige Phase im Rennen.
Ich glaube, hier wird auch nicht viel passieren, weil hier einfach keine großartigen Schwierigkeiten warten. Zumindest halt nicht, bis es dann reingeht in dieses ultraschwere Finale, in dem eben ein Anstieg nach dem anderen wartet. Das wird schon eine Herausforderung für die Fahrer werden. Bin mal gespannt, wie die Jungs da durchkommen. Und es gab einen Sturz im Feld. Chris Froome hat einen Defekt noch dazu. Es gab einen Sturz im Feld. Froome wurde davon auch aufgehalten. Lutsenko und Vlasov sind gestürzt. Nur die beiden tatsächlich. Sonst quasi niemand. Sehr, sehr bittere Geschichte. Ja, und jetzt heißt es natürlich wieder reinfahren ins Hauptfeld. Chris Froome wird ihnen jetzt wahrscheinlich dabei helfen. Denn auch er möchte natürlich zurück ins Hauptfeld kommen. Da gab es den nächsten Sturz. Verwilzt und Boots, zwei Teamkollegen, ebenfalls gestürzt. So, und da sind wir wieder drin. Wunderbar, das haben sie super geschafft, Lutsenko und Vlasov. Klasse gemacht und jetzt müssen wir halt nach vorne kommen. Ja, und jetzt müssen wir vor allen Dingen auch aufpassen, denn Lüttich-Bastogne-Lüttich ist eins dieser ultra fiesen Rennen, bei denen gerne mal Lücken aufgehen im Feld. Machen wir es mal so rum. Ja, könnte jetzt doch schwieriger werden als gedacht für Lutsenko und Vlasov, da nach vorne zu fahren. Ja, ich weiß, sie sollen nicht immer 99% Einsatz machen, aber es ist auf der anderen Seite schon auch wichtig, dass wir hier gut platziert ins Finale reingehen. Ne? Das ist schon auch wichtig. So, wo haben wir Vlasov? Hier hinten. Lutsenko ein Stück weiter vorne. Ich hoffe, die beiden können sich jetzt einigermaßen durchkämpfen, um da eben wieder nach vorne zu kommen. Weil Werde muss das Rennen aufgeben. Das ist bitter, bei seinem letzten Lüttich-Bastogne-Lüttich hier das Rennen aufgeben zu müssen. Und was bei Lüttich-Bastogne-Lüttich auf jeden Fall relativ interessant ist, es gibt einen mehr oder weniger Zielsprint. Ne? Also der letzte Anstieg ist relativ weit weg vom eigentlichen Ziel. Das ist zumindest im Vergleich zum Amstel Gold Race und natürlich vor allen Dingen zur Flèche Wallonne, wo ja das Ziel auf der Mauer von Huy liegt, ist das natürlich schon ein ganz anderes Unterfangen, muss man sagen. Insofern ganz interessant, auf jeden Fall. So, ich habe jetzt extra mal den Einsatz auf 81 gemacht bei unserem Team. Weil immer so viele in die Kommentare schreiben, ey, Fritte macht nicht den Einsatz auf 99, sonst verballerst du sinnlos Kraft. Ja, alles gut, verstehe ich. So, Vlasov kann gleich mal Getränke holen, bevor es jetzt also gleich reingeht in dieses wilde Finale. Ich bin echt gespannt, wie wir da bestehen können. 2 Minuten 20. Der Vorsprung der Ausreißergruppe noch, aber es sind auch noch über 100 Kilometer bis ins Ziel. Also wirklich noch eine Menge zu tun hier für die Fahrer. Und wie gesagt, der schwere Teil des Rennens, der kommt erst noch. Der beginnt jetzt gleich mit der Côte de Mont-les-Soies. Oder Sui. 3,6 Kilometer langer Anstieg. 4,6% Steigung im Schnitt. Und 558 Höhenmeter geht es zu überwinden natürlich. Nicht zu bewegen. So, und jetzt tut es mir leid, jetzt mache ich aber trotzdem hier den Einsatz höher, weil ich einfach will, dass die da auch vorne bleiben. Ne? Denn das ist nun mal verdammt wichtig bei so einem Rennen. Man sieht sie auch an den anderen Fahrern, also Schachmann, Alaphilippe, Cosnefroid, alle sind zu vorn dabei. Alle haben sich hier ein Interesse daran, ja, eben dabei zu sein, wenn es irgendwann wild wird da vorne. Und das ist natürlich auch nur verständlich. Das ist auch ein guter Gedanke. So, Antoine Tolhoek, macht der Tempo oder war es ein Angriff? Wahrscheinlich eher Tempoarbeit. Denn Jumbo-Visma macht ja hier ordentlich Arbeit. Und die wissen natürlich auch, Wout van Aert, das ist ein Fahrer, mit dem können wir heute punkten, wenn es da im Finale, also wenn er es über die letzten Anstiege schafft und dann im Finale sprinten kann, dann ist er einer der Stärksten und einen, den man erstmal schlagen muss. Von daher also völlig logisch, dass man für ihn fährt. Ich finde es auch wieder mal bewundernswert, wie hier Leute wie Sepp Kass oder auch ein Remco Evenepoel, gut, der hat nur 75 am Hügel tatsächlich, aber wieso Leute halt einfach hier mehr oder weniger verheizt werden für diese Rennen.
in der Frühphase schon viel Tempo machen müssen. Das ist schon wirklich erstaunlich. So, vorne Jordi Simon, der spanische Meister aus unserer Mannschaft, macht hier gut Tempo über diesen Anstieg hinweg. Und hier hinten macht jetzt Liam Bertazzo die Führungsarbeit für Team UAE. Ja, und ihr seht, wir müssen hier schon wieder aufpassen. Das ist brutal gefährlich, diese Tempoverschärfung bergauf. Da muss man schon echt gewieft sein. So. Ich bereite mal eine kleine Attacke vor mit Abdi Zahiri. Am besten an diesem steilen Stück, was jetzt gleich kommt. Da sehe ich ihn doch. Da vorne sind wir doch. Jetzt mal eine Attacke durch den Meister Marokkos, Abdi Zahiri, mit einem Angriff. Warum auch nicht? Und das Auto hier, das zerrt hier alles in die Länge. So, Zahiri jetzt vorne. Kann sich erstmal absetzen vom Feld. Lutsenko ist wunderbar platziert. Alexei Lutsenko hat das super gemacht. Ist da klasse dabei. Zahiri hat ein kleines bisschen Vorsprung rausfahren können. Madoua ein bisschen dahinter. Und dann, ihr seht's, ey, alter Schwede, wie da die Lücken aufgehen, das ist ja echt der Hammer. Westertaler wäre wichtig, dass der nochmal reinkommt, weil das ist einer, den wir eigentlich fürs Finale fast schon gebucht haben. Denn der ist unser bester Sprinter in der Mannschaft, der könnte dann nochmal richtig, richtig wichtig werden. So, Zahiri dürfte jetzt gleich den Anschluss schaffen zur Spitzengruppe. Gucken wir mal, ob er es hinbekommt. Verona fightet, kämpft dagegen an. Von Rendsburg zurückgefallen und hinten macht das Feld Tempo. Also Abdi Zahiri, jetzt ist er dran. Wunderbar. Macht aber natürlich jetzt erstmal kein Tempo. Muss sich jetzt hier erstmal von der Attacke erholen. Simon wird ihn da so ein bisschen mit durchcarryen. Verschave hat jetzt Probleme, der Belgier von Bingoal. Ist der Nächste, der da so ein bisschen zurückfällt. So, und wir passen jetzt ein bisschen mehr auf Westertaler auf. Bei dem brauchen wir echt fürs Finale. Ja, jetzt haben wir eine Option mehr vorne drin. Nämlich Abderrahim Zahiri, unseren Mann aus Marokko. Gar keine schlechte Aktion hier. Jetzt ist er in der Ausreißergruppe, hat mit Simon noch einen Teamkollegen. Und er selbst ist allerdings noch frisch. Und Jordi Simon macht jetzt hier die Tempoarbeit. Der knallt da vorne richtig rein. 63 Kilometer haben wir noch. Wir haben noch 1, 2, 3... Aber wir haben schon noch einige Anstiege. Lassen wir es einfach dabei. Es sind wirklich noch einige Anstiege zu tun hier fürs Feld. Und ja, für die Rennfahrer hier. Ich finde tatsächlich die Ausgangsposition gar nicht mal so schlecht mit Zahiri und Simon in der Spitzengruppe. Das gefällt mir ganz gut. Trotzdem machen wir jetzt hier mal ein bisschen Zeitraffer. So richtigen Zeitraffer-Stui. Wenn ihr versteht, was ich meine. Tempo ist einfach brutal hoch und jetzt greift vorne Carlos Verona an. Werden wir aber ignorieren. Wir fahren weiter unser Ding. Es ist immer noch sehr, sehr weit bis ins Ziel. Das kann man auf jeden Fall attestieren. Und Jordi Simon ist jetzt, glaube ich, so ziemlich der Einzige, der Bock hat, Tempo zu machen. Und der macht es natürlich in erster Linie für seinen Teamkollegen, für Zahiri. Der hat jetzt noch eine halbe Minute Vorsprung. Tom Dumoulin fährt jetzt hinterher. Jetzt gibt es die nächsten Attacken. Verona greift an. Jetzt geht hier Zahiri mit.
Und damit also die Gruppe erstmal weg. Abderrahim Zahiri jetzt vorne an diesem Anstieg. Bolzt jetzt hier mal Tempo. Vorsprung aufs Feld jetzt echt gering. Zahiri greift nochmal an. Nein. Sondern er hier. So. Damit also der Marokkaner wieder erstmal weg vom Hauptfeld. Simon kann nochmal Getränke holen, wenn er denn kann. Und jetzt fällt Vlasov zurück. Jetzt fällt auch Chris Hamilton zurück. Also dieses hohe Tempo fordert jetzt seinen Tribut. Und Zahiri hält jetzt natürlich dagegen, will sich hier nicht kampflos geschlagen geben. Beschleunigt jetzt nochmal und das Feld jagt ihn hier aber gnadenlos. Das ist echt brutal. Noch 42 Kilometer bis ins Ziel. Und jetzt gibt Zahiri seine Flucht auf. Hat auch nichts mehr gebracht an der Stelle. Das muss man schon sagen. Also Zahiri und auch Jordi Simon beide wieder eingeholt. Beide wieder ein Teil des sehr, sehr dezimierten Feldes. 48 Fahrer gehören jetzt noch zu dieser Gruppe. Das ist tatsächlich sehr, sehr ausgedünnt. So, und jetzt muss man wieder aufpassen. Jetzt ist wieder so eine enge Straße hier. Und da kann es eben leicht passieren, dass man Positionen verliert. In der Regel ist es gut, in der Mitte zu fahren. Und das versuchen wir jetzt eben auch. Jordi Simon fährt hier noch sehr motiviert mit. Zahiri ebenfalls. Und jetzt gibt es eine Attacke von Julian Alaphilippe. Eieiei. Das ist reichlich früh. Dylan Toyns reagiert sofort. Und wir können jetzt eigentlich nicht direkt hinterhergehen, sondern müssen auf eine Reaktion aus dem Feld heraus warten. Madouar ist hier jetzt mit dabei. Muss auf jeden Fall das Hinterrad der beiden Slowenen Pogacar und Roglic halten. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. So, und damit sind wir erstmal über den Anstieg hinweg. Alaphilippe und Toyns haben nur ein paar Meter Vorsprung. Also ich bin wirklich immer wieder erstaunt über die Taktik von Julian Alaphilippe, wenn der hier von der KI geleitet wird. In meinen Augen wird da sehr, sehr viel falsch gemacht. Und jetzt greift er nochmal an. Hirschi geht mit. Aber das sind Situationen, die sind jetzt natürlich gefährlich. Da könnte was draus entstehen. Also da muss man schon aufpassen. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Deshalb müssen wir da jetzt auch so ein bisschen reagieren, mal die Jungs nach vorne schicken. Ja, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Pogacar greift jetzt an. Simmons, Almeida. Ja komm, lass da mal mitgehen. Madouar geht da jetzt mal mit oder versucht's. Oder gibt es überhaupt eine Attacke? Nee, gibt es nicht so wirklich. Also Pogacar, Alaphilippe und Hirschi sind jetzt vorne. Und jetzt geht Alexei Lutsenko mit durch die Führungsarbeit. Richtig und wichtig, dass wir ihn jetzt auch mal nutzen als Helfer. Wobei ich fast schon der Meinung bin, dass Geschke der bessere Helfer wäre. Weil der einfach schon platter ist. Lutsenko ist vielleicht sogar fürs Finale zu wertvoll. Roglic jetzt auf dem Weg nach vorne. Also die Gruppe wird wieder eingeholt. Die drei werden nicht weggelassen, wäre auch absolut insane. Es gibt jetzt noch drei Anstiege, egal wie man es zählen will. Drei oder zwei, sucht es euch aus. Nicht mehr viel auf jeden Fall. Und jetzt gibt es die nächste Attacke von Marc Hirschi. Nächster Angriff vom Schweizer. Und der ist unfassbar stark heute. So, Westertaler muss hier dranbleiben. Rüdi Mollard jetzt mit Problemen. Thibaut Pinot mit Problemen. Und auch Jakob Fuglsang und Matej Mohoric lassen reißen. Alaphilippe wieder mit einer Attacke. Es ist unfassbar, wie der hier fährt. Das ist wirklich unfassbar. So, Lutsenko wieder vorne. Macht jetzt wieder Tempo. Alaphilippe und Hirschi erstmal wieder mit einem Vorsprung. Ja, und nächster Anstieg könnte der sein, an dem wir mit Madouar angreifen. Insofern der sich noch in der Lage fühlt. Mit Westertaler wird nicht angegriffen. Westertaler würde ich mir für einen Sprint aufheben.
Luzenko ist platt. 20 Kilometer noch zu fahren. Und Alexei Luzenko kann hier eigentlich keine Tempoarbeit mehr machen. Also Alaphilippe und Hirschi sind vorne rausgefahren. Das ist natürlich brutal. Können wir Westertaler sagen, er soll von Art folgen? Das können wir sagen. Weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber wir machen es mal. So, und jetzt dürften wir gleich drin sein. Im letzten Anstieg oder in diesem vorletzten zumindest mal. Geschke macht jetzt nochmal Tempo. Und da gibt es die Attacke von Quinn Simmons. Pogacar geht mit und da folgen wir jetzt mal mit Valentin Madouar. So, und Westertaler bleibt ja eh dran bei Wout van Aert. Also alles gut, alles nach Plan, soweit. Soweit, so gut. Ich nehme jetzt schon mal die Gels für beide Fahrer. Quinn Simmons carried hier das gesamte Feld über diesen Anstieg. Ja, und jetzt muss Westertaler fighten. Und auch Madouar hat hier echte Probleme und wir können das Hinterrad von Pogacar nicht halten. Vorne immer noch Alaphilippe, der hat jetzt Hirschi gedroppt. Dann Simmons und Pogacar und dann die Gruppe eben mit Madouar und mit Westertaler. Beide sehen jetzt echt nicht mehr so fit aus. Hirschi wird eingeholt, Pogacar und Simmons werden eingeholt. Jetzt nur noch Alaphilippe vorne. Und Wout van Aert. Adolf Westertaler macht das hier super. Bleibt am Hinterrad von Van Aert. Das heißt, jetzt können wir Valentin Madouar auch in die Verfolgung schicken. Denn jetzt ist klar, wir brauchen den besseren Sprinter von beiden. Und ich glaube, es ist Adolf Westertaler. 10 Kilometer noch bis ins Ziel. Julian Alaphilippe immer noch vorne, trotz komischer Taktik mit vielen wilden Attacken. So, Madouar macht Tempo. Aber der ist auch nicht mehr so frisch. Toins jetzt nochmal mit einer Attacke oder so, keine Ahnung. Noch 20 Sekunden Vorsprung für Alaphilippe. Da vorne ist er, aber es ist auch nicht mehr weit bis ins Ziel. Das geht jetzt bergab und das ist natürlich ein großer Vorteil für Julian Alaphilippe. So, Madouar soll jetzt nochmal mit Vollgas nach vorne gehen. Kann den Sprint hier quasi anziehen. Dann kommt Toins jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ist das eine Attacke? Das ist eine Tempoverschärfung wahrscheinlich für Jakob Fuglsang, klar. Und ich glaube, wir kriegen Alaphilippe noch. Der ist nämlich jetzt auch platt. Der hat sich da schlicht und ergreifend verzockt. Das ist noch 1,8 Kilometer. Und Westertaler? Hallo? Okay, es ist nicht mehr weit. Dementsprechend starten wir Sprint. Westertaler ist gut dabei auf jeden Fall. Ja, wir hätten sogar noch früher starten können. Hinterrad war gut, dass wir uns ausgesucht haben. Und es ist tatsächlich Wout van Aert, der hier zuschlägt. Vor Tadej Pogacar und Quinn Simmons. Der hier, der junge US-Amerikaner, der hier bei diesem Monument aufs Podium fährt. Ja, und Adi Westertaler am Ende auf Rang 7. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht so recht, ne? Ist wieder ganz okay, natürlich, aber. Ich weiß ja nicht. Hier nochmal der Schlusssprint aus einer anderen Perspektive, nämlich von vorne. Ja, gegen Wout van Aert war kein Kraut gewachsen. Ja, echt schwer immer einzuschätzen, wann man sprinten kann. Ich weiß nicht, ging es ein bisschen bergab im Ziel? Das kann natürlich sein. Westertaler hätte noch früher loslegen können mit dem Sprint. Also, naja. Also Wout van Aert gewinnt vor Pogacar und Simmons. Vierter wird Gaudu, fünfter Schachmann. Dann Cosnefroy, Westertaler, Alaphilippe, Hirschi und Patrick Konrad. Das sind die ersten 10 von Lüttich-Bastogne-Lüttich in dieser Saison. Und die Teamwertung gewinnen wir. Naja, wie gesagt, wen es interessiert. Wen es interessiert. Van Aert also mit diesem Sieg. Und ich glaube, es ist sein erster Monumentensieg in diesem Spielstand. Kann das sein?
Ist es nicht, er hat die Flandern-Rundfahrt gewonnen in dieser Saison. Never mind. Never mind, Leute. Okay, und letzte Saison hat er da irgendwas gewonnen. Auch Ronde, auch Lüttich. Ja. Er räumt ganz gut ab, kann man sagen, ne? Ist mäßig erfolgreich. Mandua wird 16. und Lutsenko rundet das Ergebnis ab auf Rang 20. Ja. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Es ist okay, ne? Es ist jetzt alles in Ordnung. 7. Platz hier ist schon okay. Es gab Saisons, in denen hätten wir uns gefreut, wenn wir das erreicht hätten. Und ja, ganz ehrlich, ich freue mich jetzt auch. Ist okay, ist okay. Vor allen Dingen finde ich Adolf Westerthaler ist eine echte Offenbarung während diesen Rennen gewesen. Denn eigentlich ist er kein Puncheur, ne? Der hat 70 am Hügel oder 71. Ist eigentlich niemand, der hier zu den Favoriten zählen sollte. Und dafür macht er seinen Job wirklich sehr, sehr gut. Also GG an Adi Westerthaler, kann man nur so sagen. Der das einfach super macht.